herzlich willkommen zu einem kleinen weiteren Zwischenvideo. Und zwar geht es um Folgendes. Wie ihr seht, beziehungsweise wie ihr nicht seht, könnt ihr meine Haare nicht sehen. Wir wissen ja alle, dass ich mir gerne die Haare färbe und dass ich sie mir demnächst auch wieder färben will. Demnächst ist ziemlich genau morgen. Morgen ist Samstag. Also heute, wo dieses Video kommt. Und ich habe mir jetzt einfach mal überlegt, lasst uns doch da einfach mal ein Spiel draus machen. Und der Gewinner dieses Spielchens, der wird von mir auch ein Goodie bekommen, das kläre ich dann mit ihm ab. Und die einzigen, die im Prinzip von diesem Spielchen ausgeschlossen sind, sind meine Freundin, weil die färbt mir die Haare. Und ein Teil meiner Familie, weil denen habe ich das erzählt, wie ich meine Haare färben will. Jeder weitere kann gewinnen. Und zwar werde ich das jetzt so machen. Jeder kann hier unter dieses Video seinen Tipp posten. Jeder hat eine Stimme, eine einzige. Also überlegt euch gut, welche Farbe ihr wählt. Und der Gewinner kriegt dann eben ein Goodie, das überlege ich mir wie gesagt noch, also irgendeinen Gewinn. Und wenn mehrere Leute dieselbe Farbe richtig getippt haben, dann entscheidet das Losverfahren. Wenn jedoch keiner von den Kommentaren richtig gelegen hat, dann gewinnt irgendwer von all den Kommentaren. Also es wird auf jeden Fall einen Gewinner geben. Im besten Falle wirklich der, der die richtige Farbe tippt. Und wenn nicht, dann wird irgendwer, der irgendeine Farbe, irgendeinen Kommentar geschrieben hat, gewinnen. Das dann auch wieder per Losverfahren. Ihr habt bis Montag 8 Uhr morgens Zeit, einen Tipp abzugeben. Und am Montag 18 Uhr abends wird dann das Video kommen, in dem mir meine Freundin die Haare färbt und wir alle erfahren, was denn nun für eine Haarfarbe ich bekommen werde. Warum Montag 8 Uhr? Ganz einfach, weil ab um 8 sehen mich die Leute aus der Schule und ein paar davon folgen meinen YouTube-Kanal und die könnten dann mittippen und würden die Farbe schon wissen. Fände ich doof. Deshalb Montag 8 Uhr Sendepause, Montag 18 Uhr kommt dann das Video, wie meine Freundin mir die Haare färbt. Und ja, dann haben wir einen Gewinner. Ob es derjenige ist, der die richtige Farbe getippt hat oder derjenige, der irgendwas geschrieben hat. Jetzt kommt hier schon wieder die Bahn. War vielleicht keine gute Idee, mich hier vor die Bahn zu setzen. Also, auf dem Bahnsteig. Ja, wer denn gewinnt, das werden wir dann sehen. Ja, dann würde ich das sagen, war es das für heute. Ich gehe heute Abend mit ein paar Freunden und meiner Freundin und meiner Schwester etc. pp. auf den Weihnachtsmarkt. Vielleicht werde ich da auch noch mal ein bisschen was filmen, aber daher, dass ich sowieso nicht so der Typ bin, der viel Fahrgeschäfte fährt, gehe ich mal davon aus, dass ich da nicht allzu viel filmen werde. Jo, dann würde ich mal sagen, war es das für heute und wir sehen uns. Morgen, übermorgen, heute Abend vielleicht noch, je nachdem, wie ich ein Video bringe. Ansonsten auf jeden Fall morgen am Sonntag. Und dementsprechend tschüss, ciao und auf Wiedersehen. Wir hören uns, wir sehen uns, euer Kreos. Bye, bye. Tschuaaa.